Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Map vierfach ohne Grem in der Version 1.2. Und ja, ich bin fertig damit, das Feld 4 zu schwadern. Ich bringe jetzt den Schwader eben zurück zum Hof. Ich werde mir dann einen Ladewagen besorgen. Ich werde anfangen auf Feld 4 mal Stroh einzufahren, was ja auch nötig ist. Und wir müssen auch noch ein Feld ernten. Wir haben auch noch Feld 12, das haben wir ja neu gekauft jetzt auf der Vierfach-Map. Und das ist noch gar nicht geerntet. Da ist Roggen drauf, so viel ich weiß. Sowohl das Stroh vom Roggen als auch den Roggen selber, den möchte ich gerne zum Hühnerhof bringen, damit wir dann auch Eier produzieren im großen Stil. Jetzt haben wir erstmal hier den Ladewagen. Fahren wir erstmal Richtung Feld 4. Ah, ein bisschen chaotisch, gebe ich zu. Ah, Feld 4 haben wir noch nicht viele Kurse, ne? Oh. Das kommt davon, wenn man abgelenkt ist. Okay. Dann werden wir gleich mal einen Kurs erstellen vom Feld 4. Zum Silo. Zum Kompostmacher. Sozusagen. Zur Kompostproduktion. Auch Kompost brauchen wir. Stroh brauchen wir auch. Stroh brauchen wir auch sogar bei der Kürbisfarm. Aber die Kürbisfarm, da kommen wir noch gar nicht hin, weil die Brücke noch nicht mal existiert. Also ich frage, was ich jetzt mache. Ich fahre jetzt erstmal hier vorne hin und fahre dann gleich eben den Kurs ein zur Kompostfabrik. Da soll man ja immer einen Startpunkt nehmen, der von überall vom Feld aus erreichbar ist. So, und das Einfahren passiert ja ohne Anhänger. Daher haben wir jetzt mal hier. Ja, wir haben keinen künstlichen Verkehr an, also keinen KI-Verkehr. Macht die Sache ein bisschen einfacher. Vielleicht auch unspannender, ich weiß es nicht. Im Moment möchte ich es nicht anders. Mal gucken. Vielleicht mache ich das irgendwann mal noch anders, aber... Ich fände es ja auch cool, wenn man... wirklich vernünftig Cosplay-Kurse zeichnen kann. Ich weiß, dass es so einen Editor gibt, um das zu machen.
aber so richtig befriedigend ist das noch nicht, weil es hängt dann ganz von der Qualität der PDA-Map ab. Und das ist hier wirklich im Prinzip pixelgenau, was hier passiert. Und wenn ich da irgendwie um 5 Pixel daneben liege, weil die PDA-Map nicht so hundertprozentig genau ist, dann habe ich ein Problem. Und das muss ja nicht. So, gut, mein Xerion ist auch fertig mit dem Zuckerrübenfeld. Dann kann er gleich mal hier runter und kann auf Feld 6 kann er dann gleich mal, was weiß ich, Weizen oder Gerste machen. Hopfen, machen wir auch Hopfen. Genau. Erstmal will ich die Brauerei mit Hopfen vollknallen. Oh, hier ist unsere Kompostproduktion. Vernünftig fahren. Umdrehen. Sagen, er fährt rückwärts. Und dann wieder vorwärts abfahren. Und ab zurück zum Feld. Wenn er das vernünftig macht, dann haben wir keinen Stress. Oh, das sind schon eine ganze Reihe Punkte, zumal Cosplayer jetzt auch in Kurven, wie wir hier sehen, viel, viel mehr Punkte aufzeichnet, was ich persönlich ja sehr geil finde. Weil einfach die Präzision viel höher ist. Ja, sonst war es bei Cosplay teilweise in Kurven, hat das doch sehr zu wünschen übrig gelassen. Und das ist jetzt zum Glück nicht mehr so. Ja, es ist jetzt einmal ein bisschen aufwendig, den Kurs einfahren, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Sind ja auch gleich da, gleich geht das automatisiert und dann haben wir damit hoffentlich wenig zu tun. Könnte ich jetzt natürlich hier auch schon aufs Feld rüberfahren, aber das lassen wir mal. Fahren wir doch jetzt aufs Feld. Dann eben hier Stopp, speichern das Ganze.
Feld 04. Kompost. Löschen das. So, sagen ihm erstmal, Feld 04 Kompost soll auch in den Feld 4 Ordner. Da der jetzt hier den Kurs fördern. Sage ihm, ja, Feldarbeit ist richtig. Und sage ihm dann zusätzlich Feld 4 Kompost. So, jetzt hat er diesen kombinierten Kurs. Den Kurs Schwadern habe ich natürlich genommen, weil ich ja den gleichen Kurs fahren möchte, muss wie vorhin der Schwader. Ja, ist auch klar. So, angefangen zu schwadern habe ich. Wo habe ich denn angefangen zu schwadern? Da unten in der Ecke, ne? So, und dann sollte ich damit eigentlich nichts mehr am Hut haben gleich. Ja, so. Damit sollte er jetzt, sehr schön, er ist fertig. Müssen wir ihn noch einmal wieder, füllen wir ihn schon mal auf. Kann ja nicht schaden. Füllen. Sehr schön. Dann suchen wir uns mal Hopfen raus. So, Feld 6. Rechnen. Ah, und, läuft's. Sehr schön. Damit kann ich ab zum. Ne, den wollte ich nicht. Den wollte ich. Ich weiß auch wieder, was ich damit wollte. Damit zur Mischfutterfabrik. Wow.
Spaß, nämlich. Die hat ja auch nichts. Da sind auch irgendwie die Ballen. Die sind irgendwie nicht mitgekommen. Ich habe sonst irgendwie ziemlich alles rüber geschafft, aber die Ballen haben wir nicht geschafft. Leider. Muss ich nur mal gucken, wie ich es da abgekippt kriege mit dem Anhänger. Natürlich auch ganz hinten in der Ecke. Irgendwie. Was ist denn hier noch? Hier ist auch kein Mischfutter mehr. Ja, die Mischfutterfabrik hat es irgendwie dahin gerafft. Das jetzt so schlau war. Auch sehr dunkel hier, ne? Oh, wo hat der Klaas jetzt schon wieder durchdrehende Reifen? Das nervt doch. Dann können wir ja mal gucken. Wer denn? Hat ja gut funktioniert. Mich gar nicht. Da muss ich jetzt erstmal gucken. Wo das denn jetzt alles hingegangen ist. Ja, doch, okay. Alles klar. Ja, er ist hier schön am Sammeln.
Das ist doch gut. Soll er ja auch. Ah, der hat wahrscheinlich keinen. Hat keinen Kompost mehr. Er sieht hier fleißig aus. Oh, er steht in der Gegend rum. Er ist fertig. Alles klar. Ah. Silly me. Jetzt mal. Mal kacken dreist und lass ihn einfach hier auf der Straße stehen. Fährt ja keiner. Vor allem nicht zu dieser Uhrzeit. So. Ja, den kann ich ja auch mal so ziehen. Geht ja auch. Das geht ja auch. Kann ich diese Dinger eigentlich auch mit dem Förderband beladen? Also rein hypothetisch gesprochen. Also so ein Anhänger hier. Sprich, kann ich am Misthaufen einfach ein Förderband platzieren? Silo haben wir nicht mehr, ne? Silage im Weizen, Gerste, Raps. Kartoffeln. Das geht nicht mehr. Eine Million Liter Stroh. Was? So schnell kann ich Stroh hier gar nicht abholen, gar nicht wegbringen, wie das da verballert wird. Muss hier echt mal zusehen, dass ich meinen Stroh da wegkriege. So, wo kriege ich denn noch was für Stroh? Brauche ich erstmal. Verkaufe ich erstmal im Strohverkauf. Nützt ja nix. Sonst kriege ich mein Stroh ja gar nicht alles eingefahren. Er fährt ja schon wieder voll hin. Das kann es ja auch nicht sein. Unglaublich. Ja, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch. Fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Kommentar, hinterlasst ein Like oder abonniert mich. Würde mich sehr freuen. Noch mehr freuen würde es mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ja, und in diesem Sinne sage ich dann mal ciao.